Jo Leute, ist Hiden hier am Start und willkommen zu meiner Review der neuesten Episode von Boruto Naruto Next Generations. Wir kommen damit zur 131. Folge. Auch wieder richtig heftig, wie viele Episoden wir eigentlich von Boruto haben. Das merke ich von Sonntag zu Sonntag einfach immer wieder mehr. Diese Folge hat mir im Gegensatz zu letzter Episode wirklich richtig gut gefallen. Das war einfach perfekt diese Woche. Richtig nice Episode. Wir kommen gleich auf alles zu sprechen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr zu Naruto und Boruto verpassen wollt. Ich würde sagen, wir können loslegen. Wir haben in dieser Episode natürlich Urashiki, der Naruto verfolgen möchte und entführen möchte, wegen dem Chakra des Kyubis, wegen Kuramas Chakra. Und aus diesem Grund nimmt er Naruto natürlich mit. In erster Linie schafft er es nicht, das Chakra von Kurama zu klauen von Naruto dann dementsprechend, weil das Ganze natürlich versiegelt ist. Ein Fuinjutsu steht über Naruto, das heißt, er kann das Chakra nicht benutzen, was ich ziemlich nice finde, dass man jetzt so eine Art Konter gegen Urashiki benutzen kann, was ja auch Sasuke in dieser Episode nochmal einsetzt, einfach um vorzusorgen, dass ihm nicht nochmal das Chakra genommen werden kann. Viele hatten ja das Ganze auch immer kritisiert, in vielen Episoden vorher schon, dass Sasuke immer das Chakra ihm genommen wurde und so weiter, dass er immer so schwach dargestellt ist und so weiter. Und jetzt hat man wirklich eine Lösung quasi gefunden, um das Ganze wirklich quasi zu umgehen, dass man halt ein Fuinjutsu benutzt, damit Urashiki nicht mehr mit seiner Kackangel die ganze Zeit das Chakra von den ganzen Leuten dementsprechend klauen kann. Das haben wir jetzt quasi als Lösung bekommen. Finde ich sehr, sehr gut. Hat man einen Anhaltspunkt, hat man auf jeden Fall einen Ansatz, um halt weiter gegen Urashiki vorzugehen. Ich habe mir aber schon gedacht, gerade weil der Arc ja ein bisschen länger gehen soll, der geht ja noch so 4, 5, 6 Episoden lang, also da kommt noch definitiv einiges auf uns zu, habe ich mir schon ungefähr gedacht, in was für eine Richtung diese Episode geht, und zwar, dass Urashiki schon wieder abhaut und dass das Ganze hier an dieser Stelle nicht beendet wird. Finde ich ein bisschen schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hätte es sehr nice gefunden, wenn man Urashiki schnell besiegt hätte, ja, dass er wieder in die Gegenwart kommt oder so. Und dass man noch zum Abschluss einige Episoden hat, wo man den anderen Charakteren halt die Aufmerksamkeit gibt. Das heißt Boruto und Neji beispielsweise oder Itachi und Sasuke. Dass man einfach Momente hat, die halt gerade für diese Charaktere geschaffen werden können. Damit halt jetzt schlussendlich nicht Urashiki wieder die größte Screentime hier in diesem Arc bekommen kann. Ist eine andere Herangehensweise, die ich mir erwartet hätte hier in diesem Arc. Aber hat man halt jetzt so gemacht. Was ich auf jeden Fall ziemlich nice fand, war das Gespräch zwischen Sasuke und Jiraiya. Denn Sasuke versucht das Ganze jetzt natürlich wegen dem Problem, wegen dem Verschleiern dieser ganzen Thematik rund um Urashiki, weil die natürlich irgendwie versuchen müssen, dass die Erinnerungen nicht da bleiben, dass man halt nicht die Zeit ändert oder so etwas, weil Urashiki ja jetzt vor Naruto quasi aufgetaucht ist, vor Jiraiya auch aufgetaucht ist. Wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Punkten. Dass Sasuke hier an dieser Stelle sagt, ja, wir sind aus einem fernen Reich und wir kennen auch Akatsuki und wir kennen auch das Kyubi-Chakra und so weiter. Er versucht halt, Jiraiya irgendwie zu überzeugen. Ja, wir kommen nicht aus einer anderen Zeit. Wir kommen aus einem fernen Reich so, dass das Ganze noch irgendwie für Jiraiya Sinn macht, damit er dem Glauben schenken kann. Er sagt zum Beispiel auch nicht den Nachnamen von Urashiki, also dass das Ganze vom Otsutsuki-Clan halt abstammt, dass der Typ halt von dem Clan ist und was Sasuke zum Beispiel für Fähigkeiten hat oder so, was die Fähigkeiten betrifft, sieht Jiraiya zum Beispiel auch unglücklicherweise, muss man dazu sagen, auch das Rasengan von Boruto, wo ich mir auch ziemlich sicher bin, darauf wird man nochmal zurückkommen und es ist jetzt definitiv kein Zufall, dass man gegen Ende dieser Episode und auch für die nächste Episode sagt, hingeht und sagt, yo Boruto, yo Naruto, warum wollt ihr nicht einfach mal unter meiner Aufsicht zusammen trainieren? Also das hat Jiraiya schon ziemlich extra gemacht. Ich fände es sogar ziemlich nice, das hatte ich auch die letzten paar Reviews schon angesprochen, wenn man etwas beibehält für die Gegenwart, für die Zukunft dann aus dieser Sicht betrachtet, dass man sagt, dass Naruto vielleicht eine verschwommene Erinnerung hat und deswegen seinen Sohn Boruto nennt, oder dass Jiraiya vielleicht erst durch diese Zeitreise von Sasuke und Boruto auf die Idee kommt, diese Bücher über Naruto zu schreiben oder so, diese Prophezeiung, diese ganze Thematik.
Thematik erst auf diese Idee so richtig kommt, was das ja in der Naruto-Geschichte betrifft. Fände ich ziemlich cool, wenn man in so eine Richtung gehen würde, dass man halt einfach weiß, okay, das und das ist der Grund dafür, warum sich einige Dinge so ereignet haben. Fände ich ziemlich nice, könnte man auf jeden Fall einiges zu machen. Man hat auf jeden Fall den Ansatz, weil Jiraiya gewisse Dinge gesehen hat, wie zum Beispiel das Rasengan, was Boruto eigentlich, wenn er aus einem fernen Dorf kommen würde, nicht drauf haben könnte. Ja, also er dürfte es eigentlich nicht drauf haben, wenn das einfach stimmen sollte, was Sasuke Jiraiya gesagt hat und er dem ganzen Glauben schenkt. Und Sasuke merkt auch in dieser Episode, dass Jiraiya so ein bisschen an den Worten von ihm zweifelt. Ich finde diese Folge einfach ziemlich gut, generell, dass einfach alles richtig gut rüberkommt, dass man merkt, dass Jiraiya schon irgendwie ein bisschen was ahnt, dass Sasuke merkt, oh, der könnte mir vielleicht ein bisschen auf die Schliche kommen, dass man einige Dinge erwähnt, die jetzt nicht unbedingt in diesem Arc hätten vorkommen müssen, unbedingt, ja, dass man zum Beispiel Akatsuki sagt oder generell von dieser Organisation spricht. Man hat Akatsuki jetzt nicht beim Namen genannt, aber man weiß natürlich, über wen man spricht, dass man Urashiki halt nicht als Otsutsuki abstempelt, dass man nochmal über das Kyuubi-Chakra spricht, dass man die Vergangenheit von Naruto anspricht, damit Boruto halt auch einen genauen Einblick in Narutos Vergangenheit und Geschichte erfahren kann. Finde ich sehr, sehr cool. Wir gehen dann in die Höhle rüber, wo Urashiki dann Naruto mitgenommen hat, und Urashiki hat natürlich das Problem, nicht direkt an das Chakra von Naruto kommen zu können, wegen dem Versiegelungsjutsu. Er versucht dann, in ihn reinzugehen. Das sah sehr, sehr schmerzhaft aus, ohne Spaß. Und er kommt dann auch vor den Käfig, wo Kurama sich drin befindet. Und er kommt dann nicht großartig weiter. Kurama rastet dann aus, das Chakra vom Kyuubi entfaltet sich dann ein wenig. Und wir sehen den ersten Kyuubi-Mode, sag ich mal, von Naruto, von Kid Naruto. Und der rastet so ein bisschen aus. Das ist dann auch der Grund, warum Boruto sich schlussendlich an Naruto verletzt. Warum er den Verband um den Arm hat, das haben wir am Key-Visual und so weiter gesehen. Es ist also Naruto, der seinen Sohn verletzt und deswegen bekommt er diesen Verband um den Arm. Es ist nicht das Karma mal, wie viele gedacht hatten, da gab es ja einige Theorien drüber und dementsprechend hat Boruto den jetzt erstmal drum. Ich bin gespannt, ob sowas nochmal in der Gegenwart angesprochen wird, ob Naruto sich möglicherweise daran nochmal erinnern kann. Ich denke zwar eher nicht, weil die Erinnerungen werden eh gelöscht werden. Es wird sowieso irgendwas in Aktion treten. Die Schildkröte wird sehr wahrscheinlich nochmal wichtig sein, dass das Ganze so Man in Black mäßig einfach ausgelöscht wird, aber dass halt einzelne Charaktere, einzelne Erinnerungen oder Bestandteile einfach beibehalten können, damit die Story sich so ereignen kann, wie sie eben ist. Das fände ich ziemlich cool. Wir sehen dann, dass Urashiki wieder flieht und gegen Sasuke halt vorher ein bisschen gekämpft hat, aber es hat halt nicht funktioniert mit dem Chakra-Clown, weil Sasuke sich halt das Ganze mit dem Fuinjutsu abgeguckt hat. Von daher hat er vorgesorgt, das Chakra kann ihm nicht entzogen werden. Urashiki braucht eine neue Taktik, um langsam Schritt für Schritt das Chakra von Naruto klauen zu können, weil er kann nur kleine Mengen von ihm holen. Ja, er kann nicht das gesamte Chakra direkt holen. Er wurde quasi direkt wieder aus dem Körper von Naruto rausgeworfen, als Kurama so ein bisschen ausgerastet ist in dem Käfig und das Chakra sich so ein bisschen entfalten konnte. Von daher haut er wieder ab, das kennen wir ja von Urashiki. Der Typ macht irgendwie gefühlt seit 30 Folgen nichts anderes. Der kommt eine Folge wieder, hallo, hier bin ich, und dann nächste Folge wieder, ah ja, jetzt bin ich wieder weg, ich muss mir erstmal einen Plan überlegen. Keine Ahnung, also ich habe irgendwie das Gefühl, der Typ macht erst und denkt dann drüber nach. Also das ist irgendwie ein bisschen komisch. An dieser Stelle Urashiki jetzt nicht der beste Antagonist und auch nicht so wirklich richtig Bock, den nochmal wiederzusehen. Aber wir werden jetzt erstmal einige Folgen zu dem Training sehen oder vielleicht auch nur eine und dann mal gucken, vielleicht noch ein paar andere Charaktere. Ich fände es ziemlich cool, wenn Sasuke auf Itachi treffen würden. Vielleicht bekommen wir dieses Treffen noch. Das wäre sehr, sehr nice. Und vor allem, was ich sehr, sehr interessant in dieser Episode fand, sehr, sehr gut in dieser Folge fand, was mir am besten gefallen hat, war die ganze traurige Stimmung Richtung Narutos Vergangenheit, was Boruto erfahren hat, dass man Sasuke im Hintergrund nochmal gesehen hat, der das Ganze erfährt. Ja, dass Naruto viel stärker werden möchte, sonst kann er seinen Freund nicht zurückholen und so weiter, was natürlich auf ihn anspielt. Das fand ich sehr, sehr nice, auch mit den alten Soundtracks hier, Sadness and Sorrow, glaube ich, richtig, richtig guter Original Soundtrack, feiere ich richtig, habe ich damals in Naruto Classic und Shippuden immer gefühlt, ja, das war mega nice und jetzt auch hier in Boruto wieder am Start, richtig guter Einsatz und Boruto versteht nach und nach ein bisschen mehr, kann man sagen. Ich denke, gerade in der Gegenwart oder das, was er eigentlich von seinem Vater weiß, war niemals das, was er jetzt erfahren kann. Ist natürlich auch ein ganz anderes Verhältnis. Das ist genau das gleiche, was ich auch zu Sasuke gesagt habe in der letzten Review oder vorletzten Review. Sasuke weiß natürlich
einiges von Naruto, Sakura und so weiter, was sich damals ereignet hat oder wird auch früher oder später mit denen gesprochen haben. Natürlich, es ist ja definitiv kein Konflikt mehr da in Konoha, aber es ist nochmal etwas anderes. Es ist etwas ganz anderes, nochmal von Angesicht zu Angesicht quasi persönlich zu sehen, wie war das eigentlich wirklich oder könnte man vielleicht auch einfach nur gelabert haben, könnte man gelogen haben, etwas verschwiegen haben und so weiter und so fort. Und an dieser Stelle finde ich es einfach nur mega krass, dass Boruto eine Einsicht in das Leben von seinem Vater hat, die auch für ihn wichtig sein könnte. Er macht sich selber die Gedanken darüber, ist er eigentlich stark genug, seinen Vater jetzt hier in dieser Kindheit beschützen zu können. Das finde ich einfach nur als Gesamtes in dieser Episode absolut stark umgesetzt. Animationstechnisch war es auch wieder Durchschnitt, muss ich einfach sagen, war wieder genauso, wie man es kennt von Boruto. Das fand ich sehr, sehr schön. Ansonsten absolute Top-Folge, hier hat alles gestimmt. Ich bin sehr gespannt auf die nächste Episode. Preview verspricht einiges. Gemeinsames Rasengan-Training, freue ich mich richtig drauf. Vater-Sohn-Rasengan, also ein bisschen Dragon Ball-Anlehnung. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was die sich als Taktik für Urashiki einfallen lassen, ohne Spaß. Aber ansonsten wäre es das erstmal. Ich bin gespannt, in was für eine Richtung das Ganze noch gehen wird und was Urashiki sich auch auf der anderen Seite überlegt, um an Naruto Chakra nochmal genauer ranzukommen. Wie fandet ihr die Folge? Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Ansonsten natürlich einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und natürlich ein Abo auf dem Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Ich wäre damit raus und fertig. Diese Folge war sehr, sehr nice. Auch zum letzten Mal noch. Haut rein. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ciao.